Hier ist wieder die Mitte. Da. Ja. Okay. Ja! Hat er geguckt? Nein! Nein! Ey, das haben wir auf Video, oder? Hallo, vertrau mir blind. Ich bin Serdi und wir drehen heute unsere zweite Folge. Hier links habe ich meinen Torwart heute, meinen sehenden Torwart, einen Guide. Wer bist du? Ich bin der Rex. Hier Rex natürlich, unser Cheftrainer. Moin. Moin, wer bist du? Kenn ich dich? Ja, du lernst mich kennen heute. Okay, und Rex steht? Sascha. Ja, wir machen heute Challenge. Blindenfußball-Challenge. Ich mache heute unseren Cheftrainer blind. Mal schauen, wie er sich als Blinder macht und tut. Spannend dranbleiben. Okay, Fabian, ich führe dich gleich in den Blindenfußball ein. Deshalb hast du ja eine Brille. Ich hoffe, dass du gleich blind bist. Aber für kurzfristige Zeiten hoffentlich. Okay. Mach mal drauf. Ja. Bist du blind? Siehst du was? Ich sehe gar nicht. Mach mal hier ein bisschen nach oben, dass die Ohren frei sind. Okay, du siehst gar nicht. Nee. Wir testen. Okay, sieht gar nicht. Das ist gut. Wir machen jetzt unsere erste Übung. Sascha und Sören, könnt ihr euch ein bisschen auseinanderstellen? Deine Aufgabe ist jetzt um die Jungs hin und her laufen, um die rum, okay? Erstmal zum Sascha laufen. Um Sascha rum. Und sag mal wohl, dass ich weiß, wo du bist. Woi. Jawohl. Aber ein bisschen Tempo machen, sonst dauert das zu lange. Jetzt geh mal ein bisschen schneller. Fabian, Sören, komm! Ich komm mit! Wo bist du? Hier, wo? Komm, wir machen uns warm! Hier bin ich, Fabian! Du bist zu schnell! Hier, hier bin ich! Wo bist du? Scheiße! Fabian! Hier, wo? Wo bist du? Wo? Bin ich. Fabian! Ja! Wo gehst du hin? Gerade. Ich muss mir erstmal warm machen, sonst kriege ich eine Zerrung! Ja, du musst um die rumgehen! Challenge 1. Von Grundlinie zu 16er Tribbeln und wieder zurück zu seinem Guide kommen. Derjenige gewinnt diese Challenge, der zuerst bei seinem Guide ist. Fabian, bist du soweit? Ja. Kann jemand auf die Plätze fertig los sagen? Auf die Plätze, fertig und los! Jürgen! Gerade. Rechts, links, Drehen. Hier. Challenge 2, von verschiedener Entfernung das Tor treffen. Das Tor ist leer. Hinter das Tor ist ein Guide, der wird uns sagen gleich, wo das Tor ist. Bei Blindenfußball sind das Hockeytore, aber Fabian und ich, wir dachten, wir nehmen einfach die großen Tore, haben dann mehr Chance, das zu treffen. So sieht's aus. So, Fabian, du fängst an. Nimm Kommunikation mit deinem Guide auf. Okay. Sascha! Ja gut, das hilft mir ganz viel. Aber Fabian, man hat nur 3 Leben. Okay. So. Wie stehe ich, Sascha? Du stehst ein bisschen, du würdest links neben das Tor schießen, glaube ich, wenn du so stehst. Ein bisschen Hüfte offen, ja. Ja. Das ist ein geiles Kommando. Tor ist hier, genau gerade stehst du zu mir. Bam! Tor! Ja! Ja. Es steht 1-0 und er hat seine 3 Leben noch. Sören, wo bist du? Ich stehe genau in der Mitte vom Tor. Da! Warte! Ist genau auf mich. Tor!
Unten rechts, ne? Ja, wo weißt du das? Wir sind jetzt bei 25 Metern. Dann musst du, glaube ich, Hüfte ein bisschen nach rechts machen, ne? Ja, jetzt ist Fabian dran. So, ist hier. Ja. Links vorbei. Oh, scheiße. Ach. Tor! Stark, ey. Respekt. So. Ich versuche jetzt ein bisschen Tor ist hier, genau. Tor ist hier. Ich stehe in der Mitte. Ah, rechts vorbei. Oh. Es kann nicht sein, ey. Das letzte Leben, Fabian, das weißt du. Boah, jetzt komplett Innenseite, Fabi. Ohne Innenspann, nur Innenseite. Okay. Der geht rein. Unten links. Ja. Tor. Tor. Yes! Glückwunsch. So. Challenge 2. Wir sind bei 40 Meter. Ich habe noch 3 Leben und Fabian hat leider nur ein Leben noch. Sören! Ja! Tor ist hier. Richtig? Du zeigst genau auf mich! Ja! Ja! Bisschen, noch ganz mal. Bisschen rechts! Ganz bisschen rechts! Ja! Genau mit dir! Nee, geht rechts vorbei! Er kommt, er kommt! Tor! Ja! Das ist Wahnsinn, ey! Irre, sehr gut, ey! Respekt! Ja, Boyke, jetzt haben wir eine Aufgabe, ne? Gerade! Der geht rein, der geht rein! Oh! Knapp was ist? Daneben, ey. Daneben? Ja. Okay. Glückwunsch. Dankeschön. So, sehr gut gemacht, ey. Jetzt kommt deine Lieblingsübung. Elfmeterschießen. Oh ja, Elfmeterschießen. Challenge 3. Elfmeterschießen gegen Profis. Mein Torwart ist Sören und Fabians Torwart ist? Sascha. Wenn ich schieße, Sascha ist im Tor. Sören klopft mir das Tor. Bei blindem Fußball ist es so, dass wir einen Hintertorguide haben, der uns sagt, wo das Tor ist. Ich bin gespannt, ob wir gegen die Profis Chance haben. Linker Posten. Rechter Posten. Mitte. Oh, nee. Warte mal, warte mal. Okay. Jetzt geht's auf rechte Pfosten. Ja. Jetzt markiert er mal die Mitte noch. Hier ist wieder die Mitte. Da. Ja. Okay. Ja! Hat er geguckt? Nein, nein! Ey, das haben wir auf Video, oder? Ja. Nein! Weiter. Das war in der Mitte, ne? Ja. Geht rechts vorbei. Gehalten? Hättest du gehalten? Nee, der ging rechts vorbei. 3 Meter. Oh, nicht schlecht, ey. Wo war der? Ja, aber nicht unten drin. Links, aber den hat er gehalten. Hat er gut gehalten. Spannend. Und geht unten links vorbei. Ich hab den nicht richtig getroffen, ey. Glückwunsch, Fabian, du hast das Challenge gewonnen. Danke dir. Das war unser Video. Fabian, erzähl mal, du wurdest wahrscheinlich erstes Mal im Leben blind gemacht. Wie war das für dich? Ja, ich glaube, dass man da sehr viel den anderen auch vertrauen muss, ja, auch Vertrauen schenken muss. Und da ist ein Guide sehr, sehr wichtig. Und es hat mir sehr imponiert, wie du das gemacht hast, vor allem wie du dribbelst, wie du aus der Distanz schießt, das war wirklich imponierend und war mir eine große Freude, das mit dir zu machen. Vielen Dank, dass ich da mitmachen durfte. Was denkst du, wie war dann für dich die Orientierung als Nichtsehender? Hast du dir leicht getan oder schwer getan? Extrem schwer, vor allem mit den Distanzen, also das Einschätzen. Also speziell bei dem Dribbling, als Boyke sozusagen, der Guide war sozusagen das Ziel. Und dann wusste ich nicht, wie nah bin ich dran, weil ich die Stimme nicht richtig einschätzen konnte, beziehungsweise in Kombination mit der Distanz. Und das ist wirklich richtig schwer, deshalb umso bemerkenswerter, wie du das gemacht hast. Okay, was würdest du hier von heute zum Training mitnehmen? Dass wir auch uns, auch wenn wir uns sehen können, immer vertrauen müssen. Ja, immer gegenseitiges Vertrauen schenken, ja, und auch Vertrauen geben. Und ich glaube, das ist wirklich ein
wichtiger Aspekt, den wir auch in den sehenden Fußball mitnehmen können. Und Thema Kommunikation ist sehr, sehr wichtig beim blinden Fußball. Und auch das, finde ich, können wir als Sehende noch deutlich besser machen. Deshalb gibt es auf jeden Fall echt spannende Aspekte, die wir mitnehmen werden. Ich kann nur sagen, ich habe euch erstes Mal heute hier kennengelernt und ich hatte volle Vertrauen an euch. Leute, denkt dran, unsere Kanäle abonnieren, FC St. Pauli TV und Vertrauen mir blind. Ja, bis bald. Dankeschön. Dankeschön. Super.